Zwergenbauarbeiter sind eine der wichtigsten Zwergenanrufungen. Sie reparieren ein beschädigtes Element. Gut zu wissen. Die Zwergenfeuerwehr ist enorm wichtig für dein Überleben. Sie löscht das Feuer in einem Raum. Feuer kann sehr gefährlich für deinen Turm sein, da es sich sehr rasch ausbreitet. Hallo und willkommen noch einmal. Vielleicht habt ihr schon das Video auf Englisch gesehen und fragt euch, warum kommt jetzt was auf Deutsch? Was soll das? Wofür ist das? Also es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, ich wollte es mal auf Deutsch ausprobieren. Und zweitens, ich habe ein bisschen an den Einstellungen geschraubt und wollte halt schauen, ob es mit neuen Einstellungen besser geht. Aber noch einmal dasselbe aufzunehmen, dazu hatte ich keine Lust. Also habe ich das einfach mal auf Deutsch gemacht. Und jetzt mal für diejenigen, die das englische Video nicht gesehen haben. Ich stelle das Spiel Dwarf Tower vor. Also der Zwergenturm. Es geht darum, den gegnerischen Erzmagier zu besiegen, indem man Magie wirkt und andere Sachen und sich gegen den anderen Erzmagier beschützt. Und es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Man kann es online mit anderen Menschen spielen. Echten Real-Life-Menschen im echten Leben. Das macht am meisten Spaß, aber leider gibt es gerade nicht so viele Spieler. Und dann kann man es auch als Einzelspieler, also alleine gegen den Computer spielen. Das ist auch ganz lustig. Vor allem empfehle ich das Spiel, wenn man gerade nicht so viel Zeit hat, aber trotzdem was Lustiges machen will. Dann kann man halt Dwarf Tower nehmen und das geht auf dem PC oder auf dem Handy. Ich spiele es auf dem PC, wie eigentlich alles, was ich spiele. Und Online-Spiel ist hier, Einzelspiel ist hier, Tutorial möchte ich euch jetzt zeigen. Anschließend zeige ich euch nochmal die Sandbox und die Option Deck anpassen und nun starten wir. Willkommen zum Dwarf Tower Tutorial. Ziel des Spiels ist es, den Gegner zu besiegen, indem du seinen wichtigsten Raum zerstörst, die Kammer des Erzmagiers. Um das zu erreichen, musst du deinen eigenen Turm errichten, sammle und benutze mächtige Zaubersprüche. Jede Runde erhältst du eine bestimmte Anzahl an Karten, die du einsetzen kannst. Hier ist deine erste Karte, Kammer des Erzmagiers. Diese musst du sicher halten, um zu gewinnen. Wähle sie jetzt aus und errichte sie in deinem ersten Turmelement. Zum Starten klicken. Wo bin ich denn gelandet? Das ist der feindliche Erzmagier und hier errichte ich meinen Turm. Übrigens, der Text auf Englisch ist viel kürzer und deshalb viel weniger anstrengend zu lesen. Erzmagier, der wichtigste Raum. Ist er zerstört, verlierst du das Spiel. Er funktioniert auch wie eine Bibliothek und kann einen Zauberspruch pro Ebene, ober- sowie unterirdisch, aufnehmen, indem er platziert ist. Das ist wahr und außerdem kann man auch andere Fähigkeiten dort aufbewahren. Einige Karten sind Elemente eines Turmes oder Blöcke. Hier ist die Karte für einen vertikalen Block. Wähle ihn aus und platziere ihn über den bereits vorhandenen. Ein V-Block. Platziere jetzt einen Kristall.
Jede Runde gibt er dir Mana entsprechend seines Levels und sein Level hängt von der Ebene ab, auf der er platziert ist. Je höher, desto besser. Platziere einen weiteren vertikalen Block, um deinen Turm zu erweitern. Bibliotheken lagern deine Zaubersprüche. Du musst die Sprüche erst in einer Bibliothek lagern, bevor du sie benutzen kannst. Beachte, dass jede Bibliothek nur eine begrenzte Anzahl von Sprüchen entsprechend ihres Levels aufnehmen kann. Platziere jetzt eine Bibliothek. Aber gerne doch. Hier ist der gewöhnlichste Basis-Zauberspruch, Blitzschlag. Er kostet 3 Mana und trifft den höchsten Punkt des gegnerischen Turms. Er kann mit einer 50%igen Chance ein Feuer auslösen. Wähle ihn aus und platziere ihn in irgendeiner verfügbaren Bibliothek. Die Kuppel schützt dich einmalig vor einem Blitzschlag, jedoch kannst du keine weiteren Blöcke obendrauf setzen. Dann schütze ich mich mal. Hier sind ein paar Zwerge. Tunnelgräber graben dir einen Block Erde unter deinem Turm aus. Dies erlaubt dir, Kellerräume zu bauen. Beachte, dass manche Räume viel effizienter arbeiten, wenn sie unterirdisch platziert werden. Tunnelgräber und Zwerge sind übrigens nicht dieselben Leute. Du musst irgendeinen geeigneten Block in den kürzlich ausgegrabenen Zwischenraum platzieren. Aber gerne. Hier ist der erste Raum, der unterirdisch effizienter ist. Zwergenunterkunft. Jede Runde erhältst du eine Anzahl Zwerge, abhängig vom Level des Kellergeschosses, und speichert Zwergenanrufungen, genauso wie es deine Bibliothek für Zaubersprüche tut. Das ist deine erste Zwergenanrufung, Dynamit. Er kostet einen Zwerg und beschädigt ein zufälliges Erdgeschoss des gegnerischen Turmes. Platziere ihn in irgendeiner freien Zwergenunterkunft. Okay. Der Zaun ist eine der Möglichkeiten, dich vor Dynamit zu schützen. Platziere ihn jetzt. Ich frage mich, wie ein Zaun im realen Leben vor Dynamit schützen sollte. Es ist Zeit, etwas mehr zu bauen. Platziere einen horizontalen Block. Ja, ich kann dieses Wort aussprechen. Platziere eine weitere Zwergenunterkunft. Der Zaun ist eine der Möglichkeiten, dich vor Dynamit zu schützen. Platziere ihn jetzt. Die Schädlingsbekämpferanrufung schützt einen Kellerraum einmalig vor einem Rattenangriff. Ich bemerke jetzt gerade, wie lange deutsche Wörter eigentlich sind. Was ist denn da los? Du hast nun alle Karten platziert. Drücke den Knopf, um zur nächsten Phase zu kommen. In der Bauphase kannst du einige Nichtkampfzauber benutzen, um dich auf Angriffe vorzubereiten. Benutze die Schädlingsbekämpfer, um deinen Keller zu beschützen. Yay, ich bin geschützt. Du bist hier nun fertig. Überspringe die Phase, um mit ein bisschen Kampfgeschehen zu beginnen. Okay. Du und dein Gegner wählen jetzt geheim Sprüche aus. Sobald du den Phase beenden Knopf drückst, werden alle ausgewählten Sprüche simultan gezaubert. Wähle Dynamit aus. Es ist nicht ganz simultan, weil die Sprüche in der Reihenfolge gezaubert, beziehungsweise die Handlungen werden in der Reihenfolge begangen, in der ich sie auswähle. Allerdings werden sie alle in derselben Runde gewirkt, sodass es passieren kann, dass man denselben Raum angreift, der eigentlich schon nicht mehr vorhanden ist, weil man ihn bereits gesprengt hat. Darauf sollte man aufpassen. Du hast deine Kampfzaubersprüche ausgewählt. Drücke den Phase-Beenden-Knopf, um den Kampf zu beginnen. Thank you.
Puh, unser Zaun hat dir gegen das Dynamit geholfen und die Zwergenschädlingsbekämpfer haben deinen Keller beschützt. Spring weiter zur nächsten Runde. Zwergenbauarbeiter sind eine der wichtigsten Zwergenanrufungen. Sie reparieren ein beschädigtes Element.